Hallihallo. Herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge The Night of the Rabbit. So, und wir sind jetzt ein bisschen rumgelaufen, haben in der alten Folge ein bisschen Verstecken gespielt. Hat mein Herz sehr erfreut, muss ich ehrlich sagen. Das fand ich so schön, dass das geht. Und ich glaube, dass es jetzt einfach nichts mehr gibt. Wir haben so ziemlich mit jedem gesprochen nochmal, mit denen es irgendwie Sinn ergibt. Auf geht's. Kann man auch Fangen spielen? Nein, ich glaube leider nicht. Ich habe dann noch ein paar Mal mit der guten Ursula gesprochen, aber da ist nicht nochmal irgendwas angetriggert worden. Also leider nicht. Schade. Naja, gut. Ab ins Portal. Angstspeichern haben wir gemacht. Du wirst diese Welt verändert vor. Ich spüre, wie sie, wenn du in betritt, das Portal noch nicht. Ich bin bereit. Ich habe alles, was ich brauche. Dann ziehe weiter. Bis später und danke. Vielleicht wird er höher fliegen als alle anderen. Dann wird nicht einmal das Feuer seine Flügel versengen. Doch zuerst wird er in die Tiefe. Ikarus betritt den Chat. Und niemand wird da sein, um ihm zu helfen. Was? Zum Teufel. Wo bin ich denn hier gelandet? Ja, berechtigte Frage. Oh, ist das kalt? Halt. Moment mal. Ich friere ja gar nicht. Und Flügel habe ich auch noch. Der Schutz der Nachtfalter scheint zu wirken. Das stimmt. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert gehabt. Ich hätte mal noch bei allen möglichen ausprobieren können, ob ich das irgendwie so ein Täuschungsmanöver machen kann. Mit der Fuchslist. Naja, das kann ich ja nochmal ausprobieren. Okay, also da geht's lang. Hier hinten habe ich schon sowas wie eine Statue gesehen. Kein schöner Ort für eine Wanderung. Da gibt's bestimmt Wölfe und Eishexen und... jetzt wird mir doch noch kalt. Eishexen? Really? Talbaum? Das Portal hat sich hinter mir geschlossen. Hoffentlich hält der Schutzzauber der Motten weiter an. Sonst erfriere ich hier drüben noch. So schnell nicht. So, dann gucken wir mal hier drüben. Schneebedeckter Stein. Huch, was ist denn das Dings da? Mal. Noch etwas weiter graben? Au, es ist eine Statue. Wie lange die hier wohl schon im Schnee steckt? Ist nur eine Statue, ne? Aber wir haben ja so ein... Könnt ihr die sehen? Ja, okay. Aber ich mache mich jetzt sowieso mal weg. Weil jetzt werden Gespräche kommen. Ein Sterblicher weckt mich. Sprich zu mir, Sterblicher. Das ist die erste Statue, die mit mir sprechen will. Wo bin ich hier überhaupt? Ich muss leider weiter. Oh, Bruder muss los. Nee, hier natürlich. Du bist die erste Statue, die mit mir sprechen will. Ich bin keine Statue. Ich bin ein vergessener Gott. Was für ein Gott bist du denn? Ein großer Gott muss ich sein, dass ich hier so lange überdauert habe. Ungerührt das von Sturm und Kälte. Das soll nicht unhöflich klingen, aber sicher, dass du nicht nur eine Statue bist? Oh! Nur eine Statue? Du wagst es? Vielleicht hast du recht. Vielleicht trage ich nur das Gesicht eines Gottes.
Vielleicht bin ich nur ein Stück Fels, das schließlich in der Kälte zerspringen muss. Was? Irgendwann ist mal wer von Dedelic hier im Stream, wenn Thomas wieder am Abfeiern ist. Dann werden sie nichts sagen. Aber im nächsten Spiel kommt an irgendeiner Stelle dann: Dedelic, ist es euer Ernst? Und der andere antwortet: Ja, Herr Graf. Und boom, Thomas dreht am Rad und kriegt sich nicht mehr ein. Habe ich das jetzt gespoilert? Oh, du, schön wär's, aber das wird zu meiner Lebzeit nicht mehr passieren. Und danach erst recht nicht. Aber schöner Gedanke, ja. Find ich gut. Wo bin ich denn hier überhaupt? Dieses Land war meiner Sippe geweiht. Man sagt, eine Wurzel des Weltenbaumes reiche bis in diese Berge. Und dort sollen wir gekommen sein. Lange vor der Kälte wurde ich als Gott verehrt. Hey, komm, zutrauen würde ich es denen. Ja, schon, aber dafür bin ich ja nicht annähernd bekannt genug. Aber vielleicht so als, naja, als kleiner Gag, aber da müsste ich trotzdem bekannter sein. Ja. So, aber das haben wir doch gerade, ne? Ja. Ich muss leider weiter. Geh, Sterblicher. Ich trotze weiter diesen kalten Zeiten. Ich schreib's denen mal. Gerne. ja, gut, dann. Geht ja nur hier lang. Ich könnte schwören, dass ich da am Berghang gerade einen Jungen gesehen habe. Einen kleinen Jungen mit Flügeln. Fantastisch. Jetzt verliere ich also völlig den Verstand. Ja. Tust du. Aber das ist schon okay so. Damit kommen wir klar. Damit kommen wir alle klar. Irgendwann geht es uns doch allen so. Ich werde die Arktis erforschen, den Polwal finden und alles wird glatt gehen, so dass ich bis zum Fest wieder daheim bin. Keine Sorge. Höre ich mich eigentlich manchmal selbst reden? Nee, aber wir hören dich selbst reden. Scheint ja wohl nicht hinzuhauen, was? Nö. Aber das ist ja selbstredend auch was anderes. Gut. Was haben wir denn hier? Ich wollte halt nochmal warten, dass sie was sagt, ne? Deswegen war ich jetzt so ein bisschen ruhig. Ganz eingefroren. Ich werde die Antarktis erforschen, den Polwal finden und alles wird glatt gehen, so dass ich bis zum Fest wieder daheim bin. Keine Sorge. Höre ich mich eigentlich manchmal selbst reden? Nö. Ein Gestrüpp. Okay. Scheint ja wohl nicht hinzuhauen, was? Nö. Ein gefrorenes, dürres Gestrüpp. Mehr wächst hier wohl nicht. Sieht aus, als wäre schon mehr als einmal vom Blitz getroffen worden. Seltsame Überreste. Gruselig. Na gut, plane. Ich plane hier was ganz Besonderes. Komm schon, funktioniere. Ah ja. Aber hier, Kiste mit Lichterketten. Auf der Kiste steht Projekt Polwal. Streng geheimes Forschungsmaterial. Ich nehme mir eine von den Lichterketten mit. In meinen Forschungsarbeiten klang das alles noch so gut. Eine fast ausgestorbene Spezies mit Licht anlocken. Und jetzt sitze ich schon seit Wochen in dieser Kälte und nichts funktioniert. Verflucht! Hast du es denn etwa mit Walisch probiert?
eine Frage? Weiß es ja nicht. Ne? Das Wasser sieht aus, als ob alles, was da reinfällt, nach einer Sekunde in einem Eiswürfel eingefroren wieder auftaucht. Das ist ja aber eigentlich gut, oder? Nicht? Kalte See. Oh, hier, komm, noch eine Platte. Funktioniere. Da unten steht jetzt wirklich noch eine Plane? Lass really? Mich mit ihr reden. Ich hab's versprochen. Die sieht aber auch nicht, dass wir hier sind, ne? Also, eigentlich hat sie uns gesehen, aber dann doch wieder nicht. Also, da steht, dass die Stromversorgung unter extremen Witterungsbedingungen nicht gewährleistet werden kann. Das heißt bestimmt, dass es nicht funktioniert, wenn es zu kalt ist. Soweit war ich auch schon. Das steht übrigens auch an den Zügen der Deutschen Bahn dran. So, was haben wir denn hier? Indischer weißer Pfeffer. Nichts. Da ist wohl nichts, was wachsen will. Das Ding scheint kaputt zu sein. Okay, den Jungen bildest du dir nur ein. Das ist nur dein Hormonaushalt, der dir einreden will, dass du längst Kinder haben solltest. Komm schon, funktioniere. Funktioniere! Darf ich kurz stören? Großartig. Ich rede nicht nur mit mir selbst, jetzt fange ich auch schon an zu halluzinieren. Aber ich bin keine Halluzination. Ich bin Jerry Haselnuss. Haselnuss, natürlich. Ich verliere eindeutig den Verstand. Was machen Sie denn hier, ganz allein im Nirgendwo? Was glaubst du denn? Ich verschwende meine Zeit. Ich warte schon seit Wochen auf den Polwal. Aber ist ja auch kein Wunder, dass ich ihn nicht finde. Meine Ausrüstung ist kaputt gegangen. Und heute ist Weihnachten. Ich habe versprochen, mich zu Hause zu melden. Verdammt! Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man etwas unheimlich Wichtiges erledigen muss. Bevor man dann heimgehen kann. Der Junge mit den Flügeln und dem Zylinder versteht mich. Zum Glück funktioniert mein Funkgerät nicht. Wenn ich das jemandem erzähle... Kann ich irgendwie behilflich sein? Kannst du mich nach Hause fliegen? Ich glaube nicht. Diese Flügel sind nämlich gar nicht echt, wissen Sie? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Tut mir leid. Kann ich irgendwie behilflich sein? Kannst du mich nach Hause fliegen? Tut mir leid. Ich mache mich dann mal wieder auf den Weg. Okay. Ich hoffe, Halluzinationen frieren nicht. Du hast gar keine Jacke an. Nein, nein. Ich stehe unter dem Schutz der Nachtfalter. Ah, na klar. Das hätte ich mir ja denken können. Ja, denke ich aber auch. Ist das Edna? Ich werde die Antarktis erforschen, den Polwal finden und alles wird glatt gehen, so dass ich bis zum Fest wieder daheim bin. Keine Sorge. Höre ich mich eigentlich manchmal selbst reden? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, hinzuhauen, was? Dass das Edna sein sollte. Streng geheimes Forschungsmaterial? Das ist eine ganz normale Lichterkette. Jetzt sieht es fast aus wie ein Weihnachtsbaum. Ich hab's ja gewusst. Du bist mein schlechtes Gewissen, oder? Ich sehe ja ein, dass es ein Fehler war, über die Feiertage zu arbeiten. Diese verfluchten alten Ziegenböcke von der Universität sind schuld. Okay. Und jetzt? Der Stecker steckt. So weit, so gut. Also da steht, dass die Strom... Das heißt... So weit. Nichts. Da ist wohl... Nichts. Da ist... Nichts. 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 Oh, warte mal. Da flüstert wohl nichts.
Komm schon, funktioniere. Nichts. Da ist... Lass mich mit ihr reden. Ich hab's versprochen. Es ist Weihnachten, Auf der Kiste steht streng... In meinen Forschungsarbeiten klang das eine... Und... Was können wir jetzt machen? Also irgendwas müssen wir ja machen. Ich spreche nochmal mit den... mit dem Statuenkopf. Ein Sterblicher weckt mich. Sprich zu mir, Sterblicher. Was für... Das soll nicht sicher... Die Lichter am Weihnachtsbaum leuchten. Der Stimmt. Muss den Akku wieder aufgeladen haben. Stimmt. Das ist mir vor uns nicht so... das war mir gar nicht so bewusst. Weißt du, ich glaube, du bist doch mehr als nur eine Statue. Ich danke dir. Das ist ja auch vorhin passiert. Ich hab's nur wackeln sehen und hab mich auf die Schrift konzentriert. Aber ich hab nicht geguckt, was passiert ist. Aber klar, es hieß ja, da sind schon oft Blitze eingeschlagen. Intuitiv alles richtig gemacht. Geil. Aber manchmal, ne? Marie, du meine Güte, es tut so gut, deine Stimme zu hören. Es tut mir so leid, dass ich nicht da sein kann. Ich... Ach, Alice, die ganze Familie ist hier bei mir und ich bin einfach nur glücklich zu wissen, dass es dir gut geht, hörst du? Genau. Mhm. Aber ich habe versprochen... Hey, erinnerst du dich an diese Worte? Hoffnung ist eine Kerze, ein Licht im Fenster. Sie weist dem Herzen den Weg nach Haus. Genau. Ich weiß, dass es zurzeit nicht leicht ist. Aber zumindest hast du noch Hoffnung, oder? Du weißt immer, wie man mich aufmuntern kann. Ach, wie cool. Wow. Was zur... Marie, der Wal, er ist hier. Was soll ich tun? Ja, drück auf Rekord. Wie geil. Und wie cool, was sie für eine unterstützende Familie hat. Ist ja cool. So fühlt sich das also an. Damit bin ich fürs Erste fertig. Da wird einem richtig warm ums Herz. Frohe Weihnachten. Ja. Ah, das hört sich so cool an. Das Lied. Er wird das Portal für mich öffnen. Er sagt, ich habe bereits alles gelernt, was es hier zu lernen gibt. Ja, ich glaube, ich weiß, wie der nächste Zauberspruch funktioniert. Okay. Du hast einen neuen Zauber gelernt. Um ihn zu benutzen, öffne das Inventar und klicke auf den Zauber Hoffnungsschimmer auf dem Zauberstab. Hoffnung, Licht in der Dunkelheit. Okay. Ein neuer Erfolg. Lerne alle Zauber. Wupp, wupp. Nice. Ach, wie cool. Ah, schön. Okay, jetzt ist das Spiel unrealistisch. Warum ist der Wal immer noch da? Ja, und warum sind noch nicht haufenweise Walfangschiffe ringsrum, ne? Ja, unrealistisch. Wow, das sieht wunderschön aus. Kann ich hier nochmal was mit der Karte anfangen?
Da sind keine Sterne, an denen ich mich orientieren kann. Doch? Bist du blind, Junge? Ah, Polarlichter sind so cool, ne? Das hoffe ich auch noch mal in Realität zu sehen. Gruselig. Schimmer. Nichts. Schade. Kann ich noch mal mit der Polarforscherin reden? Es ist unglaublich. Allen ein Wohlgefallen. Alice? Who the fuck is Alice? Damit bin ich fürs Erste fertig. Das Ding scheint... Nee, ist es nicht. So, okay, also... Damit bin ich... Gut, können wir nichts mehr machen. Da ist auch alles erledigt. Ganz? Ja, ich würde sagen, erstmal erledigt. Aber, ihr kennt mich. Einmal Angst speichern. So. Und ich würde nochmal mit der Statue reden. Um nochmal Danke zu sagen oder irgendwas in der Richtung. Sie antwortet nicht. Oh. Dann kein Danke. Ja, dann ab hier rein. Das war der vierte Zauber. Ich frage mich, ob ich jetzt bald nach Hause kann. Mal sehen.